Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück in dem schwarz-weißen, farblosen und unmöglichen Rätselimperium von Closure. Moment, es war schon mal genannt. Egal. So, wir haben nur noch zwei Rätsel vor uns. Ich gehe jetzt hier in die Tür Nummer 23. Und wir sehen hier. Oh mein Gott, nein, tu es nicht. Es ist die schwebende Maske von einem kleinen Zapfenmädchen. Nein, lass es, nein. Sie. Und wir haben uns in ein kleines, zotteliges Mädchen verwandelt. So, wir haben hier wieder jede Menge Lichtzeug und Mietz. Nein, Mietz. Mietz. Mietz ist in eine Lichtsäule aufgegangen. Mietz! Mietz, wo bist du? Zeig dich uns. Dann fahrt schon ein Level. Okay. Mietz! Wir können nach links gehen und stellen fest, wir laufen zurück. Wir haben Mietz verloren. Kurz haben wir sie gesehen und sie ist dann aufgegangen wie ein kleines Supernova. Flambé in weiß auf schwarz. Mann, Mietz. Das sind aber zwei interessante Level, muss ich jetzt sagen. Hätte ich das gewusst, hätte ich die vielleicht doch noch letztes Mal machen können. Okay. Gut, hier sind wir wieder zu Hause. Zurück zu Hause. Mietz ist weg. Ohne Mietz mussten wir jetzt nach Hause. Zurück in unser Zimmer. Und dort haben wir eine Tür hinter unserem Bett, in die wir uns begeben. Ja, und das waren die zwei Level? Really? Okay. Okay, ich habe damit kein Problem. Übrigens habe ich jetzt in der letzten Folge oder in der Folgenpause oder als ich das beendet habe, bin ich nochmal so schnurstracks nach links gelaufen, weil mein Controller wieder so ein tolles Ding war. Und ich stellte fest, hier kann man reinlaufen, das wusste ich gar nicht. Und sehe hier, hier sind alle unsere sammelten Merds oder wie die hießen. Irgendwas mit M war das auf jeden Fall. Diese Leuchtkugeln, diese kleinen Feen, diese kleinen, ja, kleinen Glühwürmchen mit größeren Flügelschmetterlingen gekreuzt. Ich habe keine Ahnung genau, was es ist, aber das haben wir hier noch zu finden. So, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber weil die Folge jetzt glaube ich, nur ein paar Minuten lang ist, das ist jetzt echt ein bisschen erschreckend kurz. Ich habe jetzt echt erwartet, ja, jetzt haben wir bestimmt noch irgendwann etwas Längeres. Bonus-Level, ja. Bonus Level 1 bis 3, 8, 6, 7 und... Okay, oh mein Gott, wie viele ist denn hier? Wie viele gibt's denn hier? 1, 2, 3, 4, 5 und rechts ist da 100 pro noch was. Ja, okay. Knochige Bögen am Bildschirmrand zeigen darauf hin, dass knochige Bögen auch am Bildschirmrand sein können. Das finde ich doch motivierend, sei auch ein knochiger Bildschirmrandbogen am Ende. So, ich habe nur das Gefühl, dass wir hier noch was anderes haben. Ich guck mal rein, ich weiß nämlich nicht, nach all dem Geschwafel, was ich mir jetzt von mir gebe, was das für Bonuslevel sind, weil alle Türen sind offen. Okay. Was zum... Okay, wir dürfen das hier nicht ablegen, ich guck nur mal rein. Ich hab's nicht da drin abgelegt, aber ist auch egal. Das ist ja wurscht. Das ist ja, ja, ne? Das interessiert das Spiel gerade gar nicht. Okay. Wir müssen hier den Schlüssel haben. Wir müssen das Ding da runterkriegen. Sollte doch keine Möglichkeit der Unmöglichkeit sein, hier mal eben raufzukommen. Dann hier rechts rüberzukommen. Was man theoretisch praktisch ja nur so machen kann. Ich guck mal, wie weit man die... Oh Gott. Oh goodness. Oh fucking jam. Okay, yep. Lass ich hier runter engen und fallen... Ja, genau so macht man das übrigens. So macht man das, meine Freunde. Das ist professionelles Gameplay à la Puzzle Adventure.
Okay. Gut. Aha, okay. Mhm. Ich hab es. Ich hab das gelöst. Das muss ich mal lassen sein. Gut, wenn ich das runterlasse, falle ich runter. Das ist unschön. Das gefällt mir nämlich nicht. So. Ach so, ja, okay. Ja, gut. So geht das natürlich auch. Ist natürlich nice, ne? Every single day nice, it's hook and slice. Hui, das ging sehr gut. Das ging absolut astrein. Und komm ich... Nein, ich komm nicht rüber. Ich komm einfach nicht rüber. Na gut. Das Level ist nicht schwer, aber es ist ein bisschen doof. Bisschen doof. Bisschen doof. Okay, wieder rauf. Gut. Hier ist die Kugel der Machenschaften. Oh, wir haben die Kugel der Machenschaften. Was machen wir sie denn? Schaffen wir sie an? Nein, Moment. So. Haben wir denn hier hinten noch so eine Kugel? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier hinten ist... Nein, hier ist keine Kugel. Hier ist auch sonst gar nichts. So. Hier ein Leuchtfeuer. Da ein Leuchtfeuer. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier wieder rüberkomme. Was etwas schwieriger werden dürfte, weil ich keine Ahnung habe, wie. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Ich habe, glaube ich, was... Na gut, ich versuche es einfach mal. Yes, we can. Yes, we can do it together. Yep, 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 yep. Yep, 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 yep. Moment, das... Eventuell? Ja, yes, geht doch. Nur ich habe keine Ahnung, was das uns hier bringen soll oder tun würde, wenn es doch andersrum wäre. Ich habe jetzt echt keinen... Nein, Schlüssel, tu es nicht. So. Gut, ich muss mal gucken, was das hier überhaupt bewirkt. Ich habe keine Ahnung. Hier könnte man das theoretisch vervielfältigen. Moment. Alter, was? Moment. Aha. Dann geht da so ein Lichtding runter. Mhm. Okay. Cursor, Cursor. Cursor, Mensch. Cursor, you Mörser. Me. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht dann irgendwann links rauf, damit man oben rumkommt. Ist so meine Theorie. Theoretisch ist das praktisch. Eine Möglichkeit der Möglichkeiten. Ja. Soweit die Theorie. Praktisch ist das falsch. Gut. Da unten das Teil geht runter. Was es bewirkt, keine Ahnung. Man kann das hier machen. Dann kommt man so hier durch und kann dann theoretisch dann darüber und fällt dann natürlich noch runter. Ja, ist ja okay. Okay, ich versuche mal mein Glück. Ich habe keine Ahnung, wie es gelöst werden sollte. Puh. So, einmal hier hoch. So. So komme ich auch noch rüber. Yes. Ich muss hier wieder erstmal alles zum Erleuchten bringen. Erleuchte mich, Allmeiner. So. Vielleicht sollte ich es andersherum machen. Wäre auch mal eine Möglichkeit. So. Ich glaube, das wäre sogar eine ganz interessante Möglichkeit. Insofern. Statt in Schweiz heißt Bern. Ja. Außer das passiert. Das sollte nicht passieren. Gut, gut. Das Level ist schön. Warum hört sich mein Charakter oder der Charakter jetzt generell so metallisch an? Oh, klatsch, klirr. Bumm, schepper. So. Und zack. Und erleuchtet. Und erleuchtet. Und er ist runtergefallen. So, den Schlüssel können wir hier überall hin platzieren. Wieso kann ich... Das hat gerade irgendwie... Was? Moment.
Ah, okay, ich habe das, ich verstehe schon. Ah, okay, okay. Dann haben wir hier eine Kugel. Die platziere ich dann da. Dann muss ich hoffen, dass ich ganz schnell nach links komme. Ah, dafür ist es. Okay, okay. Gut. Ist gar nicht so schwer. Sagte er und brauchte 7.083.489 Versuche. Wow, Impuls. Und meine Augen sind geflasht. Und wir kommen durch. Wow. So. Und Level 1 als Bonus Stage haben wir absolviert. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Puh, soll ich mich der Herausforderung stellen? Ich guck mal, wie schwer das 10. ist, wenn das genauso sauschwer ist. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass man hier dann auch noch ein Stage 2 hat. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so scharf drauf. Okay, man hat hier ein Licht. Man kann hier runter. Man kann... Oh, man kann jetzt so mal klettern. Sehr schön. Wir haben da das Dingens, was auch leuchtet. Wir haben hier Dinge, die mit Licht bestrahlt werden müssen. Okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Dann können wir hier raufklettern. Dann haben wir da oben Licht. Alter, spring nicht so von der Leiter. Und fall nicht so ins Loch. Und hier wieder rauf. Okay, das ist really, really tricky. Ich habe jetzt absichtlich dieses Level gewählt, einfach deswegen, weil das sich natürlich zeigt, wie schwer es noch wird. Und wenn ich mir das so angucke, dass man hier nur auch nach oben kann und dann nur mal links, rechts und dann noch gucken muss, dass alles in dem großen Level, was ja hier wirklich jetzt mal groß ist, richtig ist. Was ist, oh! Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das Ding nicht gebraucht habe. Sonst habe ich jetzt Probleme. Ich denke schon, dass ich das gebraucht hätte. Verdammt. Okay, ich mache hier einfach mal einen Schnitt und sage mal, das mache ich jetzt nicht im Let's Play, weil dafür habe ich jetzt auch schon genug Level anderweitig gezeigt, die zeigen, was Closure ist und was das Hauptspiel so mit sich bringt. Die Bonus-Level mache ich jetzt, sage ich jetzt, nee, mache ich nicht, nee. Nicht, weil ich mit der Herausforderung nicht stellen will, sondern weil es jetzt einfach sich total in die Länge zieht und ich auch noch ein paar andere Let's Plays natürlich am Start habe. Nein. Mir macht das Spiel natürlich auch Spaß, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Knobelei. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, dafür, dass das Let's Play wollte ich gar nicht eigentlich so lange machen. Oder beziehungsweise anfangs habe ich ja erzählt, ich habe gar nicht gewusst, was Closure überhaupt ist. Ich dachte, das wäre so ein etwas kleineres Jump'n'Run-Spiel. Ja, hier kommen nochmal alle Elemente vor, die das Spiel so zu bieten hat. Ja, hier geht's dann rauf. Ich guck's mir aber dennoch an, man merkt schon. Hier kann ich wieder was abschießen und da hier kann jetzt... Oh, hier oben ist ein Ziel. Oha, das wird aber hart, das wird aber hart. Also muss ich dafür sorgen, dass irgendwo ein Licht zerstört wird. Oh Mann. Also bedeutet, ich müsste den Circles der Werte hier oben hinlenken. Den dann irgendwie... Also auf jeden Fall oben auf den, ihr wisst schon, auf das Ziel und dann... Dinge erledigen, wie zum Beispiel, naja, ihr wisst auch schon, Nein, ich falle in die Tiefe. So, jetzt aber wirklich gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und, ist blöd, wenn natürlich sich hier ein Fortschritt gewünscht wird, muss ich sagen, kommt jetzt erstmal ein anderes Let's Play, das hat jetzt schon viel länger gedauert, blablabla. Und jetzt habe ich das erstmal vollendet, finde ich cool. War jetzt leider ein bisschen schade, dass die letzten zwei Level, die hätte ich ja eigentlich in der letzten Sitzung nochmal können, eigentlich nur so ein Zwei-Wege-Dingen ist mit Abschied und, naja, von unserem kleinen Zottel liegen Mädchen in Schwarz und in Weiß. Naja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war sehr knobelig dafür, dass ich gar nicht wusste, was es war. Es ist wirklich blind gespielt, muss ich sagen. Und ich habe nirgendwo einen Lösungsweg mehr angeschaut. Also alles, was, deswegen hat es auch teilweise so lange gedauert. Habe ich immer herausgefunden. Entweder ich bin scheiße oder nicht, ist mir wurscht. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe halt so lange gebraucht, wie ich gebraucht habe. Also, auch der Pause von dem Projekt her. So, aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play
irgendwas. Also bis dato, tschüssi. Aha, und hihi.